Hey ho, ich komme gerade von hinten, hab Zucchini geerntet, ein bisschen Kräuter, Schnittlauch, Schnittknoblauch und Petersilie. Und daraus machen wir heute einen, ja, mit einer Zucchini-Kräutercreme gefüllten Schweinenacken. Genau, das machen wir und dazu gehen wir jetzt rein, da geht's weiter. Da haben wir schon unsere kleine, feine, hoffentlich komplette Übersicht. Also, Schüssel, meine paar Kräuter aus dem Garten, die werde ich jetzt klein hacken, gleich hier in die Schüssel reintun. Dann habe ich hier ein Creme Fraiche mit Kräutern geholt. Ja, hat sich gerade so angeboten. Das wird mit dem dann vermischt. Die Zucchini tue ich etwas kleiner schneiden und dann im Mixer, in meinem Falle jetzt der Thermi, einfach klein mixen. Dann kommt es damit runter, wird untergerührt. Tja, und danach wird das noch mit ein bisschen Ofa abgeschmeckt. Und den Schweinenacken hier, den werde ich mit der Pick Bang Theorie würzen. Ja, und um das Ganze dann zusammenzubekommen, werde ich es einschnüren. Aber das seht ihr jetzt im Verlauf des Videos. Ja, ich lege jetzt nochmal los mit den Kräutern klein schnibbeln und dann geht es auch schon weiter. Tja, eigentlich hätte der komplette Eumel hier rausfallen sollen. Also die letzten paar Male hat es wunderbar geklappt. Dieses Mal nicht, kann man jetzt auch nicht ändern. So, ab in den Thermi. Fertig haben wir unser Zucchini-Püree und es kommt da jetzt hinein. So. Nichts verschwenden. Und wenn uns die eine Zucchini nicht reicht, holen wir halt noch eine zweite, aber ich glaube, das reicht. Klein bisschen Salz noch, Zitrone. Dann bin ich echt am Überlegen, weil es verdammt flüssig ist, das noch ein bisschen einzudicken. Ich glaube, da nehme ich Semmelbrösel dazu ein paar. Jetzt kommt sie gut. Mhm. So, lassen wir das und zum Eindicken
Semmelbrösel. Tue ich jetzt einfach noch ein paar dazu. Weil ansonsten läuft uns die Pampe nachher nur raus wie blöd. Ich denke, das ist eine gute Idee. Hoffe ich zumindest. Klar, die Zucchini hatte viel Wasser. Die hätte man vielleicht noch ein bisschen ausdrücken sollen. Aber ich denke, so ist das auch in Ordnung. Jawohl. Die Semmelbrösel saugen ja jetzt noch ein bisschen. Und dann wird es definitiv noch ein bisschen fester werden. Gut. Dann tätig mal sagen, gehen wir zum Fleisch. Jo, da haben wir ihn. Und den fächern wir uns jetzt wieder auf. Dass wir den nachher schön einrollen können. Weiß ich bloß noch nicht, wie ich das genau mache. Ob ich direkt so rumschneide oder einmal in der Mitte. Naja, ich glaube, ich schneide erst einmal in der Mitte. So. Also was ich jetzt schon gesehen habe, wir haben viel zu viel Masse gehabt für ein bisschen Nacken. Und man hätte den auch wesentlich dünner schneiden können, wenn man es kann. Kann ich das? Nein, ich kann das nicht. Also wenn ich es könnte, hätte ich ihn noch so eingeschnitten und so aufgeklappt, aber... Oh Mann. Nee, das traue ich mich jetzt nicht. Tja. Dann tun wir das ganze Teil einmal durchwürzen. Fangen wir auf der Seite an. Hey Leute, ich klopfe das Ding. Dann wird er noch ein bisschen breiter, noch ein bisschen dünner, noch ein bisschen größer. Warum nicht? Und vielleicht auch ein bisschen zarter. So, das reicht, Leute. Doch, das Ding hat schon mächtig an Breite und Länge zugewonnen. So gefällt mir das sehr gut. So, das muss reichen an Gewürz. Dann können wir unsere Masse drauf verteilen. Also da wird mit Sicherheit links und rechts das Zeug rausquellen. Das weiß ich jetzt schon. Aber vielleicht habe ich ja noch ein Bacon, wo ich die Enden verschließen kann. Hakozart, das ist die nächste Idee, was ich habe. Dass man nur die Enden verschließen, dass da nicht so viel rausquellen kann. Weil ihr seht, es ist schon gewaltig viel Füllung. Also ich habe den jetzt relativ lose gewickelt und jetzt werde ich mir noch schnell ein Bacon suchen, um die Ränder zuzumachen. Oh, das ist, naja.
Der Grill- und Knusperbacon ist dafür mal nicht geeignet, die dicken Scheiben. Aber einen anderen habe ich nicht mehr. Der ist besser geschnitten. Hoffentlich reicht der aus. Aber wenn ich die Hauptdings hier so zumache. Oh, die Pampe kommt schon sauber raus. Schade, schade, schade. Ich kann gar nicht aufhören, das Zeug zu naschen. Schauen wir mal, ob wir das halbwegs zusammenbringen. Das ganze Gefährt. Oh, seitlich kommt es auch schon raus. Also dieses Mal ist es nein, nicht wirklich schön. Aber zweckgebunden, hoffe ich. Leute, ich werde das Ding jetzt ohne Kamm noch mit ein paar Meter Schnur verschnüren. Verdammte Axt. Und danach zeige ich euch das ganz einfach. Aber bitte nicht lachen. Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also dieses Mal sieht das Ding wirklich heftig übelst vermurkst aus. Aber das soll uns an dieser Stelle wurscht sein, wenn nachher das Ergebnis stimmt. Das Ding sieht schon heftig aus. Was ist übrigens mit den Gurken hier hinten auf sich hat, das sind auch welche, die habe ich aus dem Garten geerntet. Ja, und da gibt es halt einfach einen Gurkensalat dazu. Okay, aber wir gehen jetzt raus, beziehungsweise wenn der Grill angeheizt ist, sehen wir uns draußen wieder. Den Grillrost noch mal kurz aufgeheizt und abgeschrubbelt. So, Kohlen einseitig. Vorne wieder in direkten Bereich. Und hier in die Schale haben wir jetzt ein warmes Wasser rein. Auch weil ich vermute, also die Schale, dass es nachher eine Riesensauerei da unten drin gibt. Von dem wohl hässlichsten Braten meiner Laufbahn. Aber vielleicht auch einer der leckersten. Sprich, wir können nachher gleich unseren hässlichen Braten drauf tun. So. Und ich gehe dann mal schnell rein und hol das Teil raus. Und da haben wir, das Ding ist wirklich hässlich. Jetzt hier drauf platzieren. Tja, und dann können wir grillen. Ja, so bei 150 Grad, sage ich jetzt einmal, wenn er sich einpendelt, 150, 170 Grad. Und tja, wie lange? Keine Ahnung, bis er durch ist. Tja, Leute, nach der Hitze die letzten Tage tut der Regen doch ganz gut. Wenn ich schon heraus bin, schauen wir doch mal den hässlichen Braten an. Ups,
Ui, oh ja, er wird. Habt ihr das gesehen? Au, oh, ist der Deckel heiß. Dann wollen wir mal das Gerät umdrehen. Eine KT von ca. Ja, 80 Grad, würde ich jetzt mal sagen, wollen wir erreichen. Das sollte uns dann ausreichen. Was haben wir mittlerweile? Oh, da sind wir noch weit weg. 43. Da sind wir noch weit weg. Deckel zu. Weiter grillen. Freunde, dann gucken wir mal. Hier im Känguru-Style habe ich ein paar vorgekochte Kartoffeln in Alufolie einfach eingepackt. Und wir haben jetzt eine KT von 65. Ja, dann würde ich mal sagen, drehen wir den Yoshi nochmal rum. Und dann legen wir unsere Kartoffeln hier einfach mit drauf, wo sie dann fertig durchziehen können. Die werden dann schön dazu gegessen. Und bis dann der hässliche Braten soweit fertig ist, dürften die Kartoffeln auch fertig sein. Dann schauen wir mal wieder nach der KT, wie lang das Ding jetzt insgesamt drauf ist. Leute, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Grad. Jo. Dann würde ich mal sagen, gleich ist es soweit, dass wir das Bratenmonster reinholen. Jawohl. Das heißt, ich nehme jetzt schon mal die Cam mit rein. Drinnen werden noch der Gurkensalat vorbereitet. Und dann sehen wir uns drinnen zum Anschnitt, weil hier draußen ist man mittlerweile viel zu feucht. Wir sehen uns drinnen. Und, ja. So, der wäre jetzt. Naja, Schatz, ist der hässlich. Ja, ich habe schon was Schönes gesehen. Okay, ich nehme jetzt die Cam in die Hand und ja, dann gucken wir zu, wie Schatzi den Braten aufschneidet. What is this? Das hast du mit dem gemacht? Bring mich nicht zum Lachen. Du warst ja nicht dabei, wo ich den verschnürt habe, gell? Oh mein Gott. Das willst du dir jetzt nicht antun, das alles auszuwickeln. Wieso? Ich hab jetzt keinen Bock mehr, dass ich hinterher die halbe Schnur damit essen muss. Oh, ich geh mal auf die andere Seite. Kannst du dir aufhängen, so viel hast du genommen. Wieso bringst du mich zum Lachen? Ich habe ja gesagt, mein hässlichster Braten aller Zeiten. Ich hoffe, dass er wenigstens lecker schmeckt. Also, wie wenn er behindert dran war gewesen wäre, echt. Wär's dabei gewesen, dann hättest du es gewusst, warum ich das so eingewickelt habe. Jetzt schneid das Teil einfach an. Alter, mal, der kommt nochmal so lange. What is this? Oh, das ist die geilste Füllung ever, glaube ich. Kann mal probieren. Heiß ist es. Schmecken tut's auch? Mhm. Oh, noch Kräuter, irgendwas. Ja, und jetzt spannen uns nicht länger auf die Folter, jetzt schneidet das Ding endlich an. Ja, gleich. Oh, das ist heiß. Aber scheiße, schmeckt das geil. Oh. Ich kann gleich nicht mehr vor Lachen. Also schmecken scheint, zu schmecken scheint es einmal.
mit der Füllung hat ja anscheinend auch hervorragend geklappt. Naja, obwohl es jetzt nicht so prickelnd ausschaut, gell? Aber heiß ist es wie Sau. Also so jetzt sieht es aber sehr gut aus. Nicht am Armelisch, das weiß. Tja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann zum Probierle. Hm? Tja, und gleich mal ein Vorabprobierle. Hm? Geil. Wir sehen uns nachher gleich nochmal. Ja, Leute, ich sehe jetzt noch kaputter aus als vorher. Ganz einfach, ich war beim Regen draußen und habe noch die Regentonne, den Wasserabscheider freigemacht. Und naja, egal. Aber so sieht das jetzt fertig aus. Zu den Kartoffeln bisschen Butter drüber, ein bisschen Salz, ein bisschen Tzatziki. Und unser gefüllter Braten. Boah, geil. Und natürlich der Gurkensalat. Was soll ich sagen? Das Ding sieht furchtbar aus, aber schmeckt hervorragend lecker. Was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Und Kartoffeln, vorgekocht. In Alufolie und dann nochmal auf den Grill. Das hat irgendwie das gewisse Etwas. Richtig geil. Okay, wir essen jetzt und dann gibt es nachher noch ein kleines Fazit. So ein Mist. Durch den Regen kann ich mich jetzt gar nicht auf meinen Platz hocken, weil da alles klitschnass ist. Naja, dann machen wir halt so unser Fazit. Also, ich finde, auch wenn die Optik jetzt... Naja, war... Es hat verdammt gut geschmeckt, also mit der Füllung, das war echt gut. Um den besser hinzukriegen, hätte ich vielleicht ein anderes Stück Fleisch gebraucht. Etwas größer, etwas breiter, naja, irgendwie so die Richtung. Das mit den Kartoffeln ist eine ganz eine einfache Beilage, immer wieder lecker. Gurkensalat sowieso und von eigen angebauten Gurken erst recht. Schatz, wie fandest du jetzt meinen Braten? Er war sehr lecker. Ja. Das Aussehen und das Bondage war jetzt nicht so meins. Ja, wenn du das Video dann anschaust, dann wirst du wissen, warum das Ganze so gelaufen ist. Richtig ist, aber so der Geschmack hat überzeugt und alles ist gut. Wunderbar. Und nach dem Aufschneiden, die Scheiben sahen ja hervorragend aus. Naja, okay. Was machen wir das nächste Mal? Leute, noch keine Ahnung. Ich habe momentan keine Videos auf Lager. Wir machen einfach Freschnauze, auf was wir Lust haben. In diesem Sinne, hasta la vista, bis zum nächsten Mal. Und die hier nicht vergessen. Ciao, Kowski.